Daniel Long, Nottingham Trent University, Review, Tetrakedy of Bleiburg and Wiktring, 1945 bei Florian Thomas Rohlitz. Bleiburg und Wiktring sind Symbole für Gedenkstätten für Tausende von kroatischen Zivilisten und Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Die komplexe und sensible Natur, die die endgültigen Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete, erinnert die Kroaten jedes Jahr um den 15. Mai. Die englische Übersetzung bietet eine wichtige und dringend benötigte Diskussion über die sensible und höchst volatile politische Natur am Ende des Konflikts. Die umfangreiche Nutzung von Archivrecherchen aus einer Vielzahl von Institutionen, einschließlich der Nutzung ex-jugoslawischer, kommunistischer Archive, liefert aufschlussreiche und wichtige Augenzeugenberichte von diesen wenigen Überlebenden. Diese Massaker bestätigen, dass die neuen Behörden ihre potenziellen Gegner vor allem in einem revolutionären Aufruhr töten wollten. Rulitz, Tragedy of Bleiburg and Wiktring, Seite 157. Die Arbeit ist jedoch viel mehr als die Identifizierung der tragischen Ereignisse. Es zeigt die Bedeutung des Aufbaus nationaler Identität seit dem Jugoslawien nach dem Krieg auf. Die sensible Natur der Erinnerung und der bedrückenden Natur eines ehemaligen kommunistischen Staates unterdrückte jeden Versuch, die Ereignisse zu untersuchen, die zu dem tragischen Ereignis führten. Frühere parteipolitische Literatur verherrlichte die Rolle des ex-kommunistischen Führers im Mai 1945. Wie bei der Versenkung der Kap Arkona am 3. Mai 1945 befeuerte mangelnde wissenschaftliche Aufmerksamkeit viele Mythen und Verschwörungstheorien über den britischen Angriff. In Bezug auf Wiktring und Bleiburg blühten die Mythen auf und führten zu einer Konkurrenz der Opferschaft. Den ideologischen Missbrauch von slawischen Massengräbern durch die rechten deutschkärntner Aktivisten deckt Rohlitz in seinem wissenschaftlichen Werk auf. Die Erinnerung an tragische Ereignisse wird oft fehlinterpretiert und führt somit zu einer ungesunden Verzerrung. Die Arbeit von Dr. Rohlitz ist der erste bedeutende Versuch, die historischen Ungenauigkeiten zu korrigieren, die anerkannte historische Erzählung geworden sind. Im Mai 1945 führte ein britisch-jugoslawisches Abkommen dazu, dass alle jugoslawischen Bürger, die sich derzeit in Österreich aufhalten, kapituliert werden. Viele Tausende hatten im selben Monat versucht, den kommunistischen Partisanen des Tito zu entkommen. Rohlitz gibt aus seiner Forschung Hinweise darauf, dass die Gesamtzahl der Flüchtlinge rund eine Viertelmillion beträgt, weist aber auf Schwierigkeiten im Quellenmaterial hin. Interessanterweise ist die Position, die Rohlitz in Bezug auf die Rolle Großbritanniens einnimmt, weitgehend positiv. In der Zusammenfassung seines Hauptarguments betrachtet er die britischen Handlungen als die Verwendung der Flüchtlinge als ein Verhandlungsinstrument für den Rückzug von Titos Partisanen aus Österreich. Für die kroatischen Flüchtlinge, die versucht hatten, ihren Verfolgern zu entkommen, wurden sie nach Bleiburg gebracht. Jugoslawien versicherte den Briten förmlich, dass eine korrekte Behandlung der Gefangenen übersehen würde. Es gab in der Tat Zweifel. Die jugoslawischen Truppen hatten bereits mit dem Massaker an Gefangenen auf österreichischem Boden begonnen. Rohlitz stellt fest, dass das kommunistische Regime diese Gefangenen als Angehörige der Wehrmacht und der SS sowie als in der Gruppe gefangene österreichische Zivilisten ansah. Interessanterweise stellte er fest, dass die meisten Morde von Angehörigen der Geheimpolizei oder der OZNA begangen wurden. Das war unter der direkten Ordnung der kommunistischen Führer der Partisanenbewegung. Darüber hinaus schätzt er, dass etwa zwei Drittel der österreichischen Zivilbevölkerung in einem Massengrab in der slowenischen Stadt Liša nahe der Grenze begraben wurden, obwohl wichtige Daten noch immer schwer zu fassen sind. Sieg in Liša bei Bleiburg fanden bis dato keine Exhumierungen statt. Ein kleiner Nachteil ist der Mangel an genaueren Zahlen. Wenn die Daten schwer erfassbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass weitere Zahlen erhalten werden können. Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte eine unüberschaubare Zahl von Zwangsmigrationen mit sich.
Die Tragödie von Bleiburg und Viktring weist ähnliche Parallelen mit der Zwangsmigration ehemaliger deutscher Flüchtlinge auf, die im Januar 1945 in Ostpreußen lebten. Die Flucht und Vertreibung der Ostdeutschen am Kriegsende war gekennzeichnet durch brutale Repressalien der sowjetischen Truppen und Horrorgeschichten, die letzten Monate. Eine große Hürde für Opfer von Konflikten ist die Jagd nach historischer Erinnerung. Viktimität ist oft ein sensibles und emotionales Thema, das in der heutigen politischen Diskussion in Deutschland immer noch relevant ist. Die Tragödien von Bleiburg und Viktring zeigen, dass es immer noch ein Problem mit der modernen Geschichtsschreibung gibt, wenn es darum geht, die Frage der Erinnerung zu lösen. Rulitz' Buch bringt endlich die Verbrechen und Schrecken der alliierten und jugoslawischen kommunistischen Verbrechen gegen kroatische Zivilisten und Soldaten der Achsenmächte in den Vordergrund. Nicht jedes Opfer ist gleich. Die letzten Kapitel dieses Buches untersuchen die EPI-Zentren des Massenmords in Kroatien und Slowenien genauer. Bei der Untersuchung einer Reihe von Archivdokumenten sowie Ausgrabungen argumentiert Rulitz, dass allein in Kroatien 900 Grabstellen vermutet würden, mit etwa 600 Standort in Slowenien, Rulitz, Tragödie of Bleiburg and Viktring, Seite 109. In Zeichnungsvergleichen identifiziert Rulitz wachsende Disparitäten zwischen den beiden Staaten. Die Arbeit der Kommission in Slowenien ist im Großen und Ganzen positiv bei dem Versuch, das historische Ungleichgewicht zu beheben, während die Arbeit zur Aufdeckung der Tötungsstätten in Kroatien langsam ist, Rulitz, Tragödie of Bleiburg and Viktring, Seite 112. Die Arbeit von Rulitz kann im Großen und Ganzen nicht durch die kleinen Kritiken gemildert werden. In der Enthüllung des historischen Mythos und der komplizierten historischen Erzählung hat das rekonstruktive Element seiner gründlichen Archivrecherche eine akribische Darstellung der Tragödien von Bleiburg und Viktring geliefert. Dieses Buch zeigt, dass rund 70 Jahre nach dem Konflikt noch viel Arbeit erforderlich ist, bevor die Opfer des Zweiten Weltkriegs alle gleichermaßen in Erinnerung bleiben. Daniel Long, Nottingham Trent University, Review, The Tragedy of Bleiburg and Viktring, 1945 bei Florian Thomas Rulitz translated from German bei Andreas Niedermeyer, Northern Illinois University Press, De Kalb, 2016, NIU Press, Northern Illinois University Press, in DeKalb near Chicago 2016 plus 307. In the Journal of Military History, 81:3, July 2017, 915-17. The Journal of Military History, George C. Marshall Library, Virginia Military Institute Lexington, VA 24450 http://www.smh-hq.org/jmh/jmhvols